Hallo zusammen, wie ich sehe, schaut ihr gerade die Jugendrot BLTV. Freut mich, macht weiter so. My love has got no morning, he's got his trombolies. My love has got no power, he's got his trombolies. My love has got no faith. Sie sehen vielleicht schon anhand von dem, es geht quer über die Parteien, das Ganze, sowohl pro wie auch contra. Es ist, glaube ich, eine der wenigen Vorlagen, wo man nicht klar kann sagen, links ist dafür, rechts ist dagegen oder umgekehrt, sondern es spaltet sich quer durch, auch in der Lehrerschaft gesehen. Entschuldigung, sehen wir, dass nicht alle gleiche Meinung sind. Um was geht es ganz kurz? Sie haben sich ja sicher auch schon damit befasst. Einfach gesagt, geht das harmlos ja darum, dass man ein gleiches Bildungssystem vorläufig einmal mit Basel-Stadt sollte bekommen. Zumindest wäre das Ziel, dass Basel-Land und Basel-Stadt sich abstimmen. Weiteres Ziel, da gehen wir sicher mal darauf ein, dass natürlich auch gerade die umliegenden Kantone Aargau und Solothurn sich anschließen, dass wir den sogenannten Bildungsraum Nordwestschweiz anbekommen. Und ein Grund oder der Kern fast schon vom Ganzen ist, dass es harmonisiert wird auf 6 Jahre Primar und 3 Jahre Sek, das sogenannte 6-3-System. Das ist ein ganz böse Versprechung. Und der Rest, man streitet sich gleich über den Inhalt, was haben wir wirklich vor. Ganz wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler im Campus Landschaft in Zukunft nicht mehr abseits stehen. Abseits von einem gesamtschweizerischen Bildungsraum, der sich auszeichnet, erstens der Tatsache, dass Kantone selber sagen, wie Bildung gestaltet sein soll. Das also nicht der Bund verordnet, sondern das Kanton sich selber auf eine Bildungslandschaft verständigt, wo man ganz wenige, aber wichtige Eckwerte miteinander festlegen, nämlich die Frage, wann geht man in die Schule, wie ist die Schulstruktur auf der Volksstufe, wie lange ist die Primarschule, wie lange ist die Sekundarschule. Dann, ganz wichtig, HARMOS und darum profitieren die Schülerinnen und Schüler, ist aber nicht auf eine Strukturreform, sondern es geht darum, dass wir miteinander, mit unseren Nachbarn, aber auch mit allen anderen Kantonen zusammen, vorwärts macht in Sachen Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung mit Standards, mit Grundlagen, Ziele, die man erreichen für alle Schülerinnen und Schüler, aber ganz genauso wichtig natürlich auch mit Werkzeugen, wo man im Wort und tut überprüfen, ob man die Ziele erreicht hat. Das ist eigentlich das Merkmal von HARMOS. Wir sehen einfach, dass genau das die Frage eigentlich keine Frage ist, die wir einfach Angst beurteilen. Wir sagen, wir machen hier eine riesige Reform, oder der Vorschlag ist eine riesige Reform, aber insgesamt ändert eigentlich für die Schülerinnen und für die Schüler im Schulzimmer herzlich wenig bis gar nichts mit dem ganzen System. Wir sagen, es ist eigentlich insgesamt, wird vor allem auf die Fassade geachtet. Und das ist ja das, was der Lüdrich jetzt vor allem vorgehoben hat. Also, dass man nach Bern gut aussieht, dass man in der Politik gut aussieht, dass man nach außen irgendwie kann eine harmonisierte Welt darstellen kann, weil innerhalb von der Schulstunde, innerhalb von der einzelnen Stunde hat sich noch überhaupt nichts geändert für das Kind. Und da meinen wir, es gibt andere Gründe, andere Anlässe, wo man das Geld viel besser könnte einsetzen könnte. Es wird in der Presse immer umgehen, das ist auch wahr, dass im Kanton Basel-Land eine sehr, sehr hohe Prozentzahl, ich kenne sie jetzt nicht genau, ich sage irgendwie hoch in den 90%, Kinder mit bereits 4-jährigen Kindergarten gehen. Es gibt eine kleine Anzahl, die das nicht zutrifft. Und diejenigen, die das in irgendeiner Form nicht schaffen, die müssten dann über das Konkordat trotzdem gehen. Ich möchte Sie, das wird schon reingeworfen, es ist falsch. Wenn das falsch ist, dann möchte ich denjenigen, der jetzt falsch gerufen hat, mir sagen, wo im Konkordatstext das Gegenteil steht. Ich kenne Fälle, oder habe von diesen Fällen Kenntnis bekommen, wo Eltern gebüßt worden sind, wo ihre Kinder mit 4 Jahren nicht in die Schule geschickt haben. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt irre, bin ich selbstverständlich nicht so vermessen. Und wenn mir jemand belegen kann, dass das im Kanton Basel-Land nachweislich nicht so ist und HARMOS kompatibel ist, dann nehme ich das sehr, sehr gerne zur Kenntnis. Ich habe es bis jetzt aber noch nie gelesen und auch noch nie gehört. Also ganz kurz, wir können natürlich auch nicht zu Wort kommen, aber Sie können es beweisen. Oder auch nicht? Die Regelung wird weitergeführt, dass man auf Antrag begründeten Fällen kann
den Eintritt rausschieben, diese Regelung, die hat euch zurückgekommen Bestand. Was braucht es da dazu, dass da eine Verbesserung ganz direkt für das Kind, für das 6-jährige Kind, für das 11-jährige Kind an der Sekundarschule da ist? Und wenn ich jetzt Harmos anschaue und wenn man Harmos durchliest, dann ist wirklich substanziell ist das Einzige, was man macht, ist, man tut die Strukturen von Harmos. Man sagt, man macht 2 Jahre obligatorisch Kindergarten. Da stimme ich zu, im Gegensatz zur SVP. Man sagt 6 Jahre beim Abo, man sagt 3 Jahre Sekundarschule. Es gibt keine inhaltliche Übereinstimmung genug. Es ist doch nicht möglich, dass wir die einzig richtigen Pädagogen in der ganzen Schweiz haben, die sagen, 5-4 ist das einzig richtige. Ich glaube, dass 5-4 seine Vorteile hat. Das glaube ich sogar. Wir sagen, es ist nicht schlecht. Aber Sie müssen sich jetzt vorstellen, das Wort heisst Harmos. Harmos sollte eigentlich bedeuten Harmonisierung. Jetzt muss man sich vorstellen, jeder bleibt auf Sim und sagt, meins ist das Beste. Und dann wollen wir das Ganze harmonisieren. Da frage ich mich doch ernsthaft, wie das möglich sein wird. Wenn die einen sagen, es ist zu viel harmonisiert im Harmos, wir dürfen nichts mehr machen, selber entscheiden, wie der Paul Wenger sagt. Und die anderen sagen, es ist viel zu wenig drin, dann muss es doch irgendwo sehr wahrscheinlich ein bisschen ins Richtige gehen. Weil das Problem, das wir doch haben, ist, wenn jeder sagt, ich bin bei mir, dann machen wir das so kleinräumig, wie wir es jetzt machen. Oh nein, 5-4, die Diskussion ist nie geführt worden. Die müssen wir jetzt feiern. Das sagen ausgerechnet die Leute, die ständig vom Elfenbeinturm und von den Schreibtischtäten reden. Das ist eine Verakademisierung von dieser Diskussion, wo wir langsam auf den Geist gehen. 5-4 war lässig, 6-3 ist auch lässig. Das ist es so. Das sind, man wird nie sagen können, das eine ist gut und das andere ist schlecht, das Schulsystem. Aber Fakt ist, 6-3 ist im Moment das. Man ist irgendwann bei den Büchern, beim Buchdruck, ist man weg vom Bleisatz. Und da hat man auch so Oberland gesehen, untergekommen. Also, warum sind wir für Harmos? Ich glaube, es kann einfach nicht sein, die kennen vielleicht die Hollé-Strasse, die zwischen Bindingen und Basel liegt. Es kann doch nicht sein, dass links von der Strasse ein anderes Schulsystem gilt als rechts von dieser Strasse. Das gibt es nur noch bei uns. Das gibt es wirklich nur noch bei uns. Ich glaube, es kann nicht sein, dass 26 Kantone, wo wir ja sind, 26 verschiedene Schulmodelle haben. Das kann nicht sein. Und die Gegnerschaft redet dann das Wort und muss ganz klar sagen, denn es ist nicht möglich, mit 26 verschiedenen Systemen die Inhalte zu harmonisieren. Das ist einfach nicht möglich. Wenn alle Kantone andere Systeme haben, ist es am Schluss nicht möglich, weil kein Trans schon gar nicht versteht, ist es nicht möglich, die Inhalte zu harmonisieren. Wenn wir Stimmbürger darüber abgestimmt haben, weil wir weg vom Kantönli geist, haben wir vor allem das wollen. Wir haben nicht über alles können abstimmen, wo sie jetzt auf den Tisch bringen. Wir wollen weg vom Kantönli geist. Wir sind überzeugt, was auch immer kommt, ist besser als was wir bis jetzt sind. Und dann müssen wir uns halt der Mehrheit anpassen. Wir Lehrerinnen und Lehrer sind für Neuerungen, die wirklich etwas bringen für Kinder. Schülerinnen und Schüler. Und wir sind aber gegen Entwicklungen, die einfach reine Fassadenschieberei sind. Und von dem her gesehen, die Schule geht weiter, so oder so. Ich bin überzeugt, dass der Lehrplan 21 kommt. Ich bin überzeugt, der braucht es. Und da haben wir ja Einigkeit auf dem Podium, weil der Lehrplan 21, weil der den Schülerinnen und den Schülern etwas hilft, bei der Mobilität, weil das eine echte Harmonisierung. Die Strukturfrage, ich habe es gesagt, ich wiederhole es, weil es einfach für mich so prägnant ist, die Strukturvereinheitlichung, das ist für mich eine Scheinharmonisierung, die den Kindern nichts bringt. Dass wir es braucht noch sehr viele Diskussionen, es braucht noch viel Dialog direkt mit den Lehrerinnen und Lehrern, weil tatsächlich zum Teil auch Missverständnisse da sind, weil es nötig ist, dass man klarstellt, und das finde ich ein wichtiger Punkt. Ich beschäftige mich an sich nicht mit der Variante Nein. Aber was klar ist, Variante Nein heisst, das Geld ist weg. Der Landrat hat Kredit beschlossen für Investitionen in die Leute, nicht Investitionen in die Infrastruktur. Das Geld steht aber nachher nicht mehr zur Verfügung, wenn man Nein sagt. Hoffen, dass Sie sich eine Meinung haben können, bilden, fundierte Meinung. Und egal wie Sie stimmen Sie, ich glaube, das ist das Wichtigste, das auch stimmt irgendwas besonderes. Stimmen Sie richtig, wie auch immer richtig ist. Nein, aber wichtig ist, dass es bei so einer Vorlage ist, geht um die Zukunft der Schule und dass Sie da wirklich auch mit abstimmen und Ihre Meinung reinbringen, wie auch immer die ist. Danke, dass Sie gekommen sind und schönen Abend. Wie gesagt, ich hoffe, dass noch einzelne Diskussionen stattfinden.